die brauchen. Okay, hier brauche ich erstmal 14 Steel Plates. Ich nehme mal alle mit, oder alle, die ich mitnehmen kann. Weil... Genau. Wir sehen, da oben, dann ist auch nochmal Steel Plate. Und das möchte ich auch gern voll bekommen. So. Das kann wieder zurück. Mal gucken, wo jetzt noch die Unterschiede sind. 5 Construction Components, 10 Construction Components, eine Large Steel Tube. Das hier rein und das hier rein. Dann brauche ich noch 2, 4, 5 Motoren. So, hoffentlich kann man das nicht gehört. Ich nehme gerade wieder. Nehme ich 15. 5 und auch nicht 17. 5. Mir ist nämlich gerade mal wieder ein Stecker vom Headset rausgefallen. Das passiert ab und zu. Gut. Jetzt fehlen nur noch. Oh, Computer. Hey. Sekunde, ich mache nochmal kurz Computer. So. Jetzt kann ich erstmal schweißen, bis ich die Computer habe. So, die Steel Plates, dann die Construction Components, dann die Large Steel Tube, dann die zwei Motoren und dann warten auf die Computer. Und ich glaube, ich verkleide das Ganze auch noch. Warte mal, hier kommt man gar nicht ran, ne? Das ist jetzt natürlich außerplanmäßig. Aber hier kommt man ran, ne? Ja, komm, warum kommt man denn hier nicht ran? Ich muss mal kurz googeln, was Conveyor heißt. Ich dachte, das wäre so da, aber wenn ich das dann sicher weiß. Sekunde. Hier, Google Translator. Oh, mein Handy ist leer. Hier. Conveyor. Heißt Förder. Ja, Förder, Beförderer. Also es ist ein Förderband, kann man sagen. Und weil der auf jeder Seite eine Öffnung hat. Ach, hier kann man rauf zugreifen, ne? Genau, also muss das hier offen bleiben. Ich brauche hier eigentlich nur das offen zu lassen. Aber natürlich auf beiden Seiten, damit es symmetrisch ist. Ist doch gerade dunkler geworden. Ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. So, das Silber. Wie weit ist das? Fertig. Also auf jeden Fall genug. So, das lasse ich jetzt einfach alles laufen. Wie lange hält das denn, wenn das läuft? Warte. Wie lange hält das, wenn das läuft und das läuft? Komm. Ist jetzt der Knopf da? Nein. T. 2 Minuten, das ist nicht so gut. Ich mache jetzt erstmal da oben die Refinery aus. Beacon aus, Refinery aus. Wie lange jetzt noch? 5, das heißt auch nicht. Small Reactor. Cargo Container. Der Heavy Assembler aus. Was brauchst du so viel Fuel? Alles aus. Wie viel habe ich denn hier von noch? Uran 0,04. Okay, da muss ich jetzt gerade schon mal los und was holen.
Genau, dafür baue ich ja das Schiff jetzt. Ich finde nie wieder zurück. Uran, ich brauche Uran. Nicht Iron, Uran. Komm, rein da. Ui, Gold. Magnesium, Gold, Silizium, Eisen. Ich will nur Uranium. Das ist schon ziemlich Premium hier drin aus, ne? Okay, ich muss einen anderen suchen. Verloren. So. Uranium. Alles gibt's ja, ne? Außer Uran. Ich hätte mir jetzt. Ach, das gibt's doch nicht. Da bleibt jetzt halt nicht angesteckt. Ich hätte mir so einen Notvorrat an Uran anlegen sollen. Sekunde kurz. Steche jetzt mein Handy an. Das werde ich auch machen, wenn ich das überlebe. Nirgends gibt's Uran, ne? Das ist. Doch, da! Hier. Okay, ich muss nicht reingraben. So. Steine werfe ich gleich alle raus. Alles, was ich sonst noch so dabei habe, scheiße, ich werde jetzt sterben. Ha, ich lebe. Komm schon. Hier. Haha. Sie auch nicht was raushauen. Jetzt mal alles Unglück aus meinem Inventar raushauen. Stein und Eisen. Dann lasse ich jetzt nämlich Uranium laufen bis. Scheiße, da habe ich Eisen aufgesammelt. Bis der Strom ausfällt und dann packe ich alles, was in der Zeit produziert wurde, da rein und hoffe, damit wenn ich so weitermache, ich irgendwann wieder einen akzeptablen Vorrat habe. Für ein paar Stunden fürs Erste. Und dann ja, mir auch mal einen kleinen Vorrat anlegen kann, hoffentlich. So, da brauche ich auch noch ganz schön was, wenn Inventar voll wird. Verbraucht überhaupt keinen Platz.
Jetzt muss ich erstmal die Station wiederfinden. Das wird wahrscheinlich das größte Problem. Oho, jetzt schon. Raus hier. Ich muss zur Station. Komm, das geht so nicht. Oho, das erste Mal, dass ich keine 60 FPS habe im Spiel. Wo war meine...